Erfolgreich Geld anlegen. Viele Investoren versuchen das mit Hilfe von sogenannten Exchange Traded Funds, kurz ETFs. Wie diese funktionieren und was die Vorteile sind, das wollen wir jetzt besprechen mit Anton Vetter. Er ist Vorstand der BVNP Vermögen AG hier auf dem Vermögenstag der V-Bank in München. Schön, dass Sie da sind, Herr Vetter. Okay, ja, hallo. Die haben einen echten Siegeszug hingelegt. Das muss man schon konstatieren, die ETFs in den vergangenen Jahren. Was sind denn aus Ihrer Sicht die Gründe für den Erfolg der Indexfonds? Ja, mit dem Indexfonds kann man halt sehr unkompliziert, kostengünstig einen ganzen Marktbereich abbilden. Und wenn man es überlegt, die ersten Indexfonds oder der erste ETF überhaupt ist in den 90er Jahren entwickelt worden. Und das war auch so die Zeit, wo dann Harry Markowitz auch seine Portfoliotheorie Nobelpreis bekommen hat. Und letztendlich ist ein ETF ja nichts anderes, der ein bisschen so die Grundzüge der Portfoliotheorie auch widerspiegelt, wo es darum geht, dass im Kern ein Portfolio, das diversifiziert ist und breit gestreut ist, einfach weniger Risiko hat bei gleichen Renditechancen. Und das verkörpert letztendlich der ETF. Schauen wir auf die andere Seite der Medaille, denn wir wollen ja eine ehrliche Analyse hinbekommen. Wo sehen Sie Schwachstellen bei den ETFs? Ja, mittlerweile gibt es natürlich unzählig viele ETFs. Also es sind fast 2000, die jetzt irgendwo zugelassen sind weltweit. Und da gibt es auch viele Trittbrettfahrer. Und der ursprüngliche Gedanke, einfach einen klassischen Index nachzubilden und den gut investierbar zu machen, der wird teilweise schon ein bisschen überzogen. Speziell im angelsächsischen Bereich kann man das feststellen, dass es immer mehr ETFs gibt, die im Hintergrund einen aktiven Index haben. Und dann ist natürlich der Grundgedanke, dass man eigentlich ein passives Produkt hat, einen passiven Index, der wird da leicht missbraucht aus meiner Sicht. Also man muss sehr genau hinschauen, wenn man sich mit dem Thema ETF beschäftigt, was für ein ETF hat man, was ist der Index, auf den der ETF geht, um dann einfach, sagen wir mal, bei der Grundstruktur zu bleiben. Ja, da wird teilweise von der Finanzindustrie das halt auch ein bisschen ausgenutzt. Sie haben jetzt ja schon gesagt, dass es viele ETFs gibt, auch auf verschiedene Indizes. Da muss man sich natürlich auch fragen, wo möchte ich investieren? Völlig klar. Wie findet man jetzt den für sich passenden Index? Das kann natürlich der deutsche DAX sein, das kann der japanische Nikkei sein, der amerikanische S&P 500. Wie würden Sie da vorgehen? Ja, ich glaube, da ist wichtig zu verstehen, dass der ETF ja nur ein Instrument ist für die Anlage. Der ersetzt jetzt nicht im Prinzip, dass man vorher eine sorgfältige Analyse macht, was passt denn überhaupt zu mir. Das können Sie ein bisschen so vergleichen mit dem Hausbau. Da sage ich, der ETF, das ist im Prinzip das Fertigteil. Und ich kann jetzt ein Haus schneller bauen, effizient bauen, indem ich viele Fertigteile entsprechend nehme. Aber ich brauche trotzdem einen Architekten, der entsprechend mir sagt, wie ich es zusammensetze. Oder ich mache es selber. Also wenn ich selber mein Haus planen kann, manche können das, kann man auch selber das Ganze dann gestalten. Also ganz wichtig, sich einfach Gedanken zu machen, wie soll mein Haus, also sprich mein Portfolio ausschauen, und dann leitet sich daraus ab, welche ETF geeignet ist. Nun gibt es ja nicht nur unterschiedliche Indizes, sondern auch viele unterschiedliche ETF-Anbieter, die diesen Index als Underlying nehmen, so heißt es neudeutsch. Wie finde ich jetzt den besten ETF für mich? Worauf muss ich da jetzt achten aus dieser Auswahl? Bleiben wir mal beim DAX an zig verschiedenen DAX-ETFs. Gute Frage, ja. Genau, da gibt es verschiedene Kriterien, wo wir jetzt insbesondere sehr stark darauf achten. Ein Kriterium ist zum Beispiel, wie ist der ETF rechtlich aufgebaut? Stichwort voll replizierend. Was also heißt, dass der ETF ganz genau diese Aktien auch hat, auf dessen Index er geht. Es gibt aber auch synthetische ETFs, da besteht das Basisportfolio, so nennt man das dann, aus anderen Wertpapieren und wird dann über einen Swap sozusagen dann auf den Index, zum Beispiel DAX-Index, die Kursentwicklung nachgebildet. Also darauf muss man achten, muss man wissen, was man will. Das hat Vor- und Nachteile, einen voll replizierten zu haben. Dann weiter schauen wir auf die Kosten. Die ETFs haben unterschiedliche Kostenstrukturen, wir achten auf die Größe und wir achten auch auf den Handel, sprich wie die Geldbriefkurse gestellt werden, dass man einfach faire Konditionen hat. Nun heißt es ja an der Börse oft nicht alle Eier in einen Korb, das heißt natürlich nicht nur ein DAX-ETF oder eben halt ein Dow Jones-ETF. Es gibt da so etwas wie den Weltindex, den MSCI World. Ist es da ratsam, wenn ich anfange mit ETFs zu sparen, einfach ein ETF auf diesen MSCI World Index zu nehmen? Da sind, glaube ich, ja 1600 Aktien drin. Korrekt, ja, über 1600 Unternehmen. Ja, dazu muss man wissen, dass der MSCI World ETF auf den MSCI World Index geht, und das ist ein kapitalgewichteter Index. Das heißt, dort werden die Aktien ausgewählt nach deren Größe.
Und das führt dazu, aufgrund der Dominanz der amerikanischen Unternehmen, dass der US-Anteil extrem hoch ist. Somit haben wir natürlich jetzt aus Sicht eines europäischen Anlegers auch ein hohes Fremdwährungsrisiko. Da muss man sich halt drüber im Klaren sein, weil wenn man das bewusst möchte, wir reden dort von ungefähr 65-70% Fremdwährungsrisiko und über 60% Dollaranteil. Wenn man das bewusst möchte, kann man das machen. Üblicherweise ist es geschickter, die Fremdwährungsrisiken nicht ganz so hoch zu fahren. Also es gibt da durchaus, wenn ich Sie richtig verstehe, ein gewisses Klumpenrisiko. Wie lautet jetzt abschließend Ihr Rat? Denn wenn ich es nicht mehr mit einem MSCI World schaffe, alles abzubilden, dann muss es vielleicht einen goldenen Königsweg geben. Wie könnte der aussehen? Naja, also da komme ich zurück auf das, was ich vorher gemeint habe, dass es wichtig ist, mit dem Architekten zunächst festzustellen oder festzulegen, wie das Haus ausschauen soll, also wie das Vermögenshaus ausschauen soll. Und was beim Hausbau der Architekt ist, das ist jetzt in der Vermögensberatung eben der Vermögensberater, der den Kunden da eben begleiten kann, oder man macht es selber. Und dabei ist einfach wichtig, sich ein klares Bild zu machen, was sind die Ziele, welches Risikobudget habe ich, also wie schaut die Risikotragfähigkeit aus, die persönliche, welche Renditeerwartung habe ich, Anlagehorizont und so weiter. Und daraus leitet sich dann letztendlich ab, welche Vermögensstruktur für einen am besten geeignet ist, und dann setzt man die Instrumente ETFs ein, um dann eben sehr kostengünstig diese Struktur nachzubilden oder darzustellen. In jedem Fall ein guter Einstieg in die Welt der Kapitalmärkte, gerade wenn man langfristig und vielleicht darüber einen Sparplan anlegen will. Anton Vetter, ganz herzlichen Dank. Da haben Sie uns viel, viel Infos mitgegeben in Sachen ETF-Anlegen. Dankeschön. Sehr gerne.